In Extremo. Das ist nicht nur der Name einer deutschen Band, sondern vielleicht auch der Titel unseres Christseins. Nikodemus heute im Tagesevangelium versteht immer noch nicht, worüber Jesus redet. Und Jesus wird da ein bisschen schnippisch und fragt ihn: Du willst ein Lehrer Israels sein und verstehst nicht, wovon ich rede? Und das Problem ist, dass es nicht verstanden wird, liegt daran, dass Jesus nur sagt, was er weiß und dass er das bezeugt, aber dass das den Menschen nicht reicht. Das Zeugnis alleine reicht nicht, damit sie zum Glauben kommen. Und er weiß, er muss diesen extremen Weg bis ans Kreuz wählen. Er muss erhöht werden, bis die Leute verstehen, worum es ihm geht, worum es Gott geht und dann zum Glauben kommen. Und in der Tat, der Hauptmann unter dem Kreuz kommt zum Glauben. Und als Jesus den nächsten extremen Schritt geht und von den Toten aufersteht, den Tod besiegt, kommen immer mehr Leute zum Glauben. So, dass sich der Glaube ausbreitet und dann irgendwann zur Weltreligion wird. Und auch wenn wir auf unsere Heiligen schauen, in den extremen Momenten der Kirchengeschichte gab es die größten Heiligen. Entweder extreme Schieflagen in der Kirche, extreme Schieflagen in der Gesellschaft, aber auch ganz normale Zeiten, in denen extrem ihren Glauben nach außen lebende Menschen von uns besondere Beachtung fanden und viele andere missioniert haben. Wie extrem lebst du deinen Glauben? Versteckst du ihn oder trägst du ihn vielleicht nach außen sichtbar durch ein Kreuz an der Kette oder am Ohr oder am Revers am Kragen? Kannst du dir vorstellen, den Glauben noch ein bisschen extremer zu leben? Auch für dich innerlich, damit es dir gut tut. Und ich glaube, wenn du das tust, wenn du das schaffst, dann wirst du Hoffnungsträger, weil du zeigst, dass in diesem extremen Gott, der immer den extremen Weg gewählt hat, auch extrem viel Hoffnung liegt. Und somit wirst du zum Hoffnungsträger.